herzlich willkommen bei Mein Fernseher ist kaputt. Wir sind heute beim Halloween Horror Festival. Heute ist Eröffnung, der erste Tag. Bin mal gespannt, wie eingespielt die Teams hier sind. Wir haben heute noch nicht alle Maces vor uns, weil vieles ausverkauft war. Ich gehe nachher zum Schluss in das Mördermuseum noch. Und wir machen ein paar alte Sachen, Circus of Freaks. Aber die sind jetzt am Santa Monica Pier, also komplett neue Location. Deswegen bin ich auch einfach mega happy, das zu sehen. Nachher, wenn es dunkel wird, wird es bestimmt eine ganz besondere Atmosphäre. Lea ist heute am Start. Guten Tag. Wie ist Lea? Ja. Leute, bis gleich mal. Ja, wie ihr jetzt schon gesehen habt, sehr, sehr viele Menschen sind hier unterwegs heute für den ersten Tag. Normalerweise ist erst Mitte Oktober richtig voll, habe ich immer so gehört. Aber schon jetzt echt krass voll. Aber mal schauen. Wir gucken uns nachher noch Stefan Nölle um 19.30 Uhr an. 18.30 Uhr geht es hier hin zum Metahaus, das ist die Freakshow. 19.15 Uhr haben wir, glaube ich, Project Ninja. Das ist hier, glaube ich, die größte Maze, wenn ich mich nicht vertue. Ich weiß nicht, wie groß das Hellhaus ist. Ja. Danach gehen wir Stefan Nölle schauen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Finde ich immer absolut lustig, die Hypnose-Shows halt. We'll be right back.
jetzt aus dem Madhouse, der Freakshow sozusagen. Insanity Lives Here oder so heißt das. Und ja, mega, mega geil. Es hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. Ein paar Sachen sind wie letztes Jahr. Die Show ging halt los. Also jetzt kommt Spoiler. Die Show ging halt los mit dem einen Verrückten, der seinen Kopf aufschneidet. Und dann sieht man halt sein Gehirn und dann ist da voll die flüssige Masse. Dann ist da jemand, er ist mal wieder ein bisschen Choreo gemacht, dann ist da jemand mit den stärksten Nippeln oder so der Welt, sagt man, der zieht eine Frau an ihren Haaren mit den Nippeln sozusagen nach oben. Durch eine Umlenkrolle oder sowas zieht er das Seil und dann wird die Frau halt hochgezogen. Das sieht richtig krass aus, wie straff die, wie krass die Nippel da gezogen werden. Ja, und zum Schluss, mein persönliches Highlight ist, ich glaube, er ist Magier, so ein Typ, der steht sich halt so Nadeln in die Haut und einmal durch die Wange in den Mund halt rein, blutet auch ein bisschen und dann geht er noch richtig krass vor, mit einem Bohrer in die Nase, mit einem Nagel in die Nase reingehämmert, richtig krass. Auf jeden Fall super geile Show. Ich würde dir sogar eine 10 von 10 geben, wenn ich hier Punkte vergebe, aber ich mache sowas nicht. Geht rein, lohnt sich, die 5 Euro Aufpreis, einfach mega geil. Ja. Aber es ist nichts für schwache Nerven. Also Lea zum Beispiel sagt es schon manchmal, oh, ein bisschen krass. Ne? Aber nur bei den Nasensachen, da bei war ich Nasen. Raus. Okay, was raus. Ich habe aber gerne hingeguckt, weil kommt ja kein Blut. Ne? Aber auch Blut kann ich sehen, also ist auch kein Thema. Ne? Ja. Und jetzt gleich geht's ins Slothaus. Jetzt zeige ich euch auch nachher, wie es war. Wir haben uns hier vorhin. Sehr coole. Cola Refill Becher geholt sozusagen, kostet 15,90 Euro. Ne, Quatsch, Rabatt gab es jetzt nicht. Beziehungsweise wir haben jetzt für zwei 26,90 Euro bezahlt. Ne, 26. 26 Euro, nichts mit 90. Fake News hier, Achtung. Fake News, Leute. Glaubt mir nicht, was ich erzähle. Und ist okay. Hat man den ganzen Tag halt, in halben Stundentakt darf man halt die Sachen trinken. Ihr auch. Echt krass voll hier, aber macht Spaß, wie gesagt. Also cool, wie die ganzen Leute hier auf die Monster reagieren. Manche kreischen, manche hauen ab. Gerade war so einer wahrscheinlich sonst dicke Hose und dann ist er da durch eine Absperrung gerannt, weil er mega Schiss hatte vor allem. Weiß auch nicht. So sind's halt. Was machen Sie da gerade? Achso, ich habe geguckt, ob ich Eiswürfel bekomme. Aber leider keine Eiswürfel für Lea. Also wird die Flora warm gesucht. Warm ist es nicht so geil, lieber Moviepark. Bitte nachfüllen. Das hatte nämlich auch vorher ein Fuse Day und das war dann warm und das war nicht so geil. Gehen da jetzt rein, das ist eigentlich immer gut gewesen. Mal gucken, wie es jetzt wird. Wie Bock die Charaktere da drin haben, die Darsteller, die Skeletor. Ja. Packen unsere Sachen weg und dann geht's rein. Ich darf euch natürlich nicht mitnehmen. Leider. Wir kommen aus dem Slaughterhaus, was sehr gut. Ist halt so eine Meat Factory, sagen die. Sehr schonende Meat Factory. Man kommt rein, kleine Pre-Show. Wird einem erzählt, dass man hier halt Körperteile abgeben kann, seiner Wahl. Und dann kriegt man dafür einen Wertgutschein oder Reisegeschenk oder sowas. Ist halt ein bisschen, ist das wie ein Pfandteil, oder? Eigentlich, ne? Ja, nur für Körperteile, ne? Ja, geht mal rein, kommt in eine Umkleidekabine und zack, geht das Licht aus. Und ab da geht der Horror halt los. Ich will jetzt nicht ganz so viel spoilern. Zum Schluss gibt es auf jeden Fall noch einen Raum voller Nebel. Finden manche geil, also ich finde es zum Beispiel ganz geil. Manche nicht, weil du hast keinen Orientierungssinn mehr. Mir musste sogar geholfen werden diesmal. Der Typ hat mich sogar angefasst.
und mir den Weg gezeigt und wollte mich nachher noch verarschen, dass angeblich eine Treppe noch runtergeht. Sag ich, nee, ich kenne das Ding hier. Die gibt's schon seit 2015, die Maze. Und ja, ist immer noch solide und gut. Geht natürlich immer ein bisschen besser, krasser. Manche Darsteller waren vielleicht jetzt auch noch nicht so krass drin. Bei der einen sah das eher so aus, als wäre sie einfach gegen die Tonnen gestolpert und wollten uns gar nicht erschrecken. Aber hey, trotzdem gute Arbeit und ja, ich könnte es nicht besser, ganz ehrlich. Alles cool. Was sich auf jeden Fall jetzt hier im Moviepark geändert hat, beim Halloween Horror Festival, dass es jetzt verschiedene Zonen gibt und nicht mehr so krass kunterbunt ist. Sondern hier im Wilden Westen Bereich ist jetzt Hillbilly Town. Dann haben wir auf der Main Street Acid Rain. Dann haben wir den Pier noch. Ich kriege jetzt gerade Besuch hier. Hallo! Lecker, lecker! Santa Monica Pier ist diesmal auch mit dabei. Mit den, glaube ich, 4 Pier. Da ist jetzt auch Circus of Freaks drin. Richtig cool. Und ich weiß gar nicht, ob ich was vergessen habe. Ich glaube, da hinten bei Iron Claw, MP Express, haben wir Kenner dazu. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch ein Bereich ist gerade. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ja. Und es gibt natürlich auf der Main Street und so ist jetzt viel mehr Licht, coole Lichtshow auch und sowas noch. Habe ich aber selber noch nicht gesehen. Mal gucken, ob wir es heute noch zu sehen bekommen. Die Mapping-Show ist wieder da. Dann ist die Moviepark Studio Tour auch wieder als Horrorversion. Genau. Es ist saudunkel, wir kommen jetzt gerade aus Project Ninjago, oder wie ich jetzt immer sage, Projekt Ninjago. Hat zwar nichts mit Lego zu tun. Und da kommt der Bus. Und da kommt der Bus, Leute, der Bus kommt. Und der macht jetzt cool, der macht jetzt Licht. So, und war cool auf jeden Fall. Pre-Show, ganz normal. Man ist halt in so einer Klinik, beziehungsweise eine Produktionsstätte auch, die... Was machen die ewige Jugend oder sowas? Keine Ahnung. Und dann kommst du halt in eine Umkleidekabine, es wird dunkel. Ja, und dann gehen halt die Schließfächer auf, werden aufgezogen. Und dann ist man in der Hölle halt drin, so, ne? Man wird halt durch die Maze gejagt. Und sieht halt, dass es gar nicht so schön ist, was sie da machen. Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ihr könnt auch meine anderen Vlogs von letztes Jahr vom Halloween Horror Festival sehen.
da erkläre ich euch, wie das so war. Wir sind hier gerade auf dem 4-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 
Wahl von uns eine Referenz. Oh cool, die Wallfahrer, mega witzig. Aber ich muss jetzt zum Mördermuseum. Ich habe da jetzt meinen Slot alleine. Lea bleibt noch ein bisschen hier, guckt sich das noch an. Wird ja wahrscheinlich noch bis 22 Uhr dann gehen. Aber ich habe jetzt gleich um 9:45 meinen Slot beim Mördermuseum. Wird, denke ich, geil. Ist eine neue Maze. Ich freue mich sehr drauf, auf jeden Fall. Und bin super gespannt, was die aus der ehemaligen Hostel-Maze gemacht haben. Und ich werde auf jeden Fall wieder hinkommen. Und dann auch Final Stop und das Hellhaus nochmal machen. Final Stop ist ja auch eine neue Maze hier. Die ist so eine Metro in Los Angeles. Und da passieren auch böse Dinge. Und ja, gleich im Mördermuseum auf jeden Fall geht es halt um True Crime. Und da True Crime ja auch relativ groß in Deutschland geworden ist, ich höre zum Beispiel auch Mord of X, Mordlust, Weird Crimes. Finde ich sau cool. Deswegen bin ich sehr gespannt, auf welche Killer wir gleich treffen. Und man muss auf jeden Fall klettern, habe ich gehört. So, ich komme jetzt aus dem Mördermuseum und es war für mich heute die beste Maze, ganz klar. Man geht rein, ist erstmal wie so ein normales Museum, da sind so Bilder von Jeffrey Dahmer, Ed Gein, zur Killer, wird kurz einem was erzählt, dann kommt man in eine Waffenkammer rein und auf einmal ist eine Person mehr da drin, haben wir aber gar nicht bemerkt, weil wir dachten, das wäre ein ganz normaler Gast. Ja, erzählt sie was von irgendwie Killern und sowas, das sind irgendwie... Ne, irgendwie was erzählst du da und auf einmal packt er die und wirkt die so und dann sollten wir flüchten. Ja, und dann ging es halt los, ey. Dann kam man immer in verschiedenen Räumen, ich glaube 18 Räume sind sogar oder sowas, rein und dann kommt man zu einer Rezeption, muss in so einen Fahrstuhl rein, auf einmal ist da so ein Typ hinter der Scheibe, ja, und dann kommt man irgendwie in so einen Keller. Und dann mussten wir alle in so ein Loch reinklettern. Erst eine Treppe hoch, in so ein Loch reinklettern, dann musste man ein bisschen kriechen. Ja. Und dann kam man nachher mit der anderen Gruppe zusammen. Aber mehr spoiler ich nicht. Geht hier selber hin. Richtig geiles Event. Ich hole jetzt Lea wieder ab. Und wir hatten einen super geilen Tag hier. Oder Abend sozusagen. Ich kann es nur empfehlen. Daumen hoch. Und ja. Das war's mit dem Halloween Horror Festival. Lea hatte auch viel Spaß. Leider war sie ja nicht mit im Murder Museum, was für mich heute die beste Maze war. Ich bin gespannt. Ich habe gehört, gerade von Chris und Mareike, übrigens schöne Grüße, dass Final Stop auch sehr gut sein soll. Das Hellhaus fehlt mir ja auch noch. Habe ich letztes Jahr gemacht, habe ich dieses Jahr auch nochmal. Habe ja auch gehört, dass es wieder ganz gut sein soll dieses Jahr. Und Curse of Chupacabra.
Ich habe es richtig ausgesprochen. Fehlt mir auch noch, werde ich auch noch machen. Und dann werde ich bestimmt noch eine Maze auch wiederholen beim nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt Halloween Horror Festival oder wie ich jetzt sage, Halloween Horror Festival. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like. Abonniert mich. Hat Lea übrigens auch schon gemacht. Macht es wie Lea. Abonnieren. Und die Glocke, die muss klingen, wenn ein neues Video kommt, Leute. Bis bald. Tschüssi. Und es kommt bald noch ein anderer Moviepark-Vlog aus dem Sommer. Den habe ich einfach vergessen. Den habe ich heute auf dem Computer drauf gemacht. Einmal ein Ohr für Jan. Oh.